So, guten Morgen, willkommen zu einem kleinen Aufnahmetest von verschiedenen Spielen. Ja, weil Honk hat sich jetzt einen neuen Monitor gekauft. So richtig sinnlos für 600 €. Ja, und damit kann ich jetzt theoretisch in 2560 mal 660 aufnehmen. Was natürlich schon mal total toll flüssig läuft. Gott, hab ich einen langen Penis! So, ich spiele natürlich auf 800 mal 600. Gott, nein. Ja, ich finde auch den Sprung sehr schön. Dass da nichts nochmal irgendwie zwischendrin gibt. Nein, einfach. Ja. Das werden jetzt mal verschiedene Spiele, die ich mal Let's Played habe. Und boah, ich habe 20 Frames auf dem Desktop. Wenn ich die Maus ganz schnell bewege, habe ich 20. Wenn ich damit aufhöre, sinkt es weiter runter auf 3. Toll. Ja, jetzt einfach mal so ein paar Spiele testen, wie das so läuft. Ich habe auch Warzone, die neueste Beta, mal installiert. Und ja, dann würde ich sagen, ich starte gleich mit dem ersten Spiel. So, das erste Spiel, das ich überhaupt mal jemals Let's Played habe. Vielleicht hat ihr das Let's Play geschaut. Ich hoffe nicht, das war grauenhaft. Testen wir doch mal, wie es läuft. Damals hat es geruckelt wie Sau und jetzt läuft es flüssig. Also mit 1280 mal, nee, was habe ich am Schluss aufgenommen? Lief das total ruckelhaft. Meine alten CPU noch damals. Und ich muss sagen, mit Controller steuert sich das auch wesentlich angenehmer als mit Tastatur noch. Beziehungsweise, das heißt geruckelt. Ich habe einfach die Auflösung runtergedreht wie sonst was. Hochgedreht wie sonst was. Oh. Ja, das konnte ich jetzt nicht voraussehen, nicht? Und ich habe die erste Runde schon abgeschlossen. Ich will gar nicht wissen, wie viel lange ich damals für das Let's Play gebraucht habe. Aber schön, dass es läuft. Da kann ich ja es irgendwann nochmal aufnehmen. Diesmal vielleicht eine bessere Audioqualität. Ja, das war's mit Secret Mario Chronicles. Ich mag die Sounds dazu. So, ich habe jetzt überhaupt keinen Pistolen-Sound. Aber ich habe erstaunlicherweise volle 30 Frames. Naja, oh, für diesen einen kleinen Abbruch hier absieht, habe ich 29, 30 Frames. Okay, jetzt bricht immer wieder ein bei der Auflösung. Vor allem, wenn ich mich schnell drehe, scheinbar. Spielen wir schon das erste Level. Ist ja die höchste Schwierigkeit natürlich, habe ich jetzt ausgewählt zum Testen. Merkt man gleich, wie hardcore die Monster abgehen. Und. Naja. Das ist auch nur so eine Jagd für sich. Und die Pistole ist so effizient, ich sag's euch. Oh ja, ich springe mich selbst in die Luft. Warum habe ich denn keine Soundeffekte? Ist der Geier. Gut, das läuft also nicht hundertprozentig flüssig. Aber das Schöne ist mit Springen. Ich spiele so gar nicht klar. Ich brauche eine größere Waffe, glaube ich. Ist da nicht irgendeine Schutzhülle? Bingo. Und schon hat man das zweite Level geschafft. Man merkt, dass das Spiel nicht für Springen gedacht ist. Ja. Aber das soll sich nicht weiter stören. Ich habe keine Soundeffekte. Keine Ahnung. Das war's mit Freedom! HBTZ. Oh, Warzone 2100. Wir machen mal ein Einzelspieler. Habe ich noch die alten Spielstände? Nein. Sind möglicherweise gar nicht mehr kompatibel miteinander. Daran könnte es natürlich auch liegen. Und es läuft erstaunlicherweise flüssig. Es läuft wirklich flüssig. Ich hau ab. Ich hau ab, ja. So habe ich manchmal wirklich Lust abzuhauen. Nein, ihr solltet es schon bauen. Hier geht mal irgendwo angreifen, denn meinen Hardcore-Mod habe ich hoffentlich nicht mehr installiert. Incoming Intelligence Report. Ach ja, ich habe die Videos, glaube ich, gar nicht installiert mehr. Wir machen hier mal alles platt jetzt. Construction completed. Ja, schön. Ich
schauen, ob ich es noch voll drauf habe, wie man sieht. Ist auch total komplex, das Spiel. Oh, jetzt habe ich nur noch 26 Frames. Ich war der nice Humor, ich war 30. Mehr oder weniger. Gut. Gut, das will ich zwar nicht nochmal spielen, aber es geht ums Prinzip, ne? Ah, CNC mit dem neuesten inoffiziellen Patch. Er hat endlich einige Probleme behoben. Zum Beispiel, dass man hier nur ein... Ich glaube, der Sound ist ein bisschen laut. GDI wurde ausgewählt. Bitte warten. Also man sieht jetzt die Videos im Vollbild, denke ich mal. Moment. Empfang. Ja. Und? Jawohl, runter! Und oh, ich muss den Sound leiser machen. Oh. Okay. Ist ja jetzt nicht zum Zocken da, sondern nur zum Spielen. Und ich find's lustig, wie langsam das alles läuft, obwohl ich gerade 80 Frames hab. Vielleicht sollten wir mal hier spielen. Ja. Also, wer noch scrollen muss jetzt, ne? Scrollen ist was für Noobs, ey. Geplänge gab's ja noch gar nicht. Ist schon interessant, was für Auflösung, wie das aussieht auf 2560x1440. Es wirkt schon irgendwie wirklich total lächerlich jetzt nur noch. Genauso wie ich es gerne hab. Genau wie das ganze Spiel. Warte mal, gibt's da nicht irgendwo noch eine größere Map? Ich find's lustig, dass es ruckelt, obwohl ich 60 Frames habe. Keine Spielstelle verfügbar. Neue Mission, genau. Was ist denn da groß? GI2, nehmen wir mal kurz. Wo denn? Oh, ich muss noch scrollen. Meine Monitorauflösung ist noch zu niedrig. Aber nur nach unten, nach rechts geht's schon gar nicht mehr. Nach unten kann es auch nicht weit sein. Ich find's aber lustig, dass es so langsam läuft, obwohl ich 96 Frames habe, laut Fraps. Hm, vielleicht limitiert, weil ich mit 30 nur aufnehme. Vielleicht muss ich mehr mal. Oh Gott. Es ist so krank. Ja, Klonk, das habe ich damals schon nicht in voller Auflösung gespielt, weil alles so klein war. Oh Gott. Wie lief das wieder? Ach ja, richtig, da konnte ich ja hier irgendwie so... Gott, ist das winzig! Ja, und das Schöne ist, wenn man das rendern würde, hätte man ein sehr kleines Video. Selbst wenn man eine Stunde lang, glaube ich, aufnehmen würde, weil... Man hat fast keine Bewegung im Bild. Also man hat hier links und rechts und oben und unten diesen riesen Bildschirm, der sich nicht bewegt. Und gut, in der Mitte aber irgendwie Bewegung, aber man hat alles wunderbar im Überblick. Verdammt. Damit hätte ich früher spielen sollen. Das ist übrigens Ascheland, da oben links sieht man es. Sie werden auch etwas klein. Er wird 6, herzlichen Glückwunsch. Gut, es beendet dieses ganze Spiel aber ganz schnell wieder, ja. Ja, die sind 1, wer kennt's noch? Natürlich die neueste Version. Habe ich schon auf die höchste Auflösung umgestellt? Ich weiß gar nicht. Hab ich. Wer die sind 2 geguckt hat, der weiß, dass ich hier keine Karte mehr habe auf den höchsten 2 Auflösungen. Aber das Schöne ist, die Gegner. Die Gegner, guckt euch das an! Oh, oh Gott! Das ist so unbeschreiblich! Es macht Spaß, so das Spiel! Oh, da ist ja auch einer. Ich meine, guck dir das an, wie langsam sie reagieren. Ich kann ihren Schüssen ausweichen. Ich kann ihnen ausweichen. Ach, ich kann sie sehen, wenn sie schießen. Ich krieg 18 Schild pro Treffer. Gott, ich kann im Raum nicht viel Gegner fliegen, ohne einmal getroffen zu werden. Oh, ich wurde getroffen. Verdammt. Ich kann die Schüsse überholen. Oder auch nicht. Das ist so herrlich. Warum kann es auf Inseln nicht so schön sein? Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, ich mache noch ein Let's Play auf ganz einfach. Also. Oh, schön. Ach ja, ich sehe das Menü mit Fraps übrigens jetzt inzwischen und ich kann, ja, aufnehmen. Start New Game. Natürlich auf Easy, wie ich die ganze Kampagne übergespielt habe. Oh, ich habe keine Videos integriert.
So. Reinforcements? Ah, jetzt. Okay, erste Mission. Die ist so winzig. Wir brauchen eine größere Map. Wir brauchen ein Skirmish Fight und eine Large Map. Nein, keine Basen. Okay, los geht's. So, es ist eine Large Map, ne? Also sie ist large. Deswegen kann ich auch nicht nach links oder rechts scrollen. Aber nach oben. Und man sieht, die Maps sind recht groß. Gott. Das muss so ewig klein werden, so die Dateien, ich meine. Es hat. Gut, man hat schon Bewegung, aber. Wie winzig die Maps wirken. Das hat man doch einen totalen Überlegenheitsvorteil irgendwie, keine Ahnung. Gegenüber anderen Spielern, die nicht so eine hohe Resolution haben, Auflösung. Für Leute, die kein Englisch können. Ach, herrlich. Herrlich. Unit lost. Abort missen. Jawohl. Offline. Und man kann auch hier scrollen, auch wenn das Menü immer noch da oben hängt. Toll. So, Open Arena. Ja, wir machen Skirmish. Schnell ein Skirmish. Und ich habe im Gegensatz zum Online-Ding 30 Frames. Naja, halbwegs stabil sogar. Es eiert ein bisschen rum, aber das geht schon. Und was ist das denn? Übrigens die neue Version 088. Oh. Auf welchen Stufe stehen denn die schon wieder? Nightmare. Hey. Da kann man nicht doppelt hüpfen wie in Unreal Tournament. Das läuft übrigens nicht flüssig mit Aufnahme. Habe ich schon getestet. Oh, ich bin tot. Und scheinbar ist das niedrigste Stufe, da gehe ich gleich wieder. Exit. Yay, die sind zwei. Geht, nachdem die sind eins natürlich ging, überraschenderweise genauso Bucky. Bucky, Strand Bucky. Achtung, Achtung, guck gleich die Einheiten an. Aha. Ist das wirklich Training? Schaut euch an, wie sie abgehen. So unbesiegbar sie sind und. 126? Was? Moment, das wären 27 Schildenergie. 27? Was? Erst da haben wir nur 18 bekommen. Das wird gecheatet hier schon wieder. Gefällt mir aber. Oh, ihr schießt hier überhaupt? Ich weiß gar nicht. Moment, das muss ich jetzt nachprüfen. 27! Ich bekomme auf Insane 6! 6 kapierte. Oh. 27! Was? Mama! Was wollte ich mit dem Schildenergie-Konverter? Ich bekomme 27 Schildenergie. Warte mal, und 27. Und 27 Waffenenergie. Was ist das für eine perverse Scheiße? Sun! Ich werde im Sun, ja, das ich wahrscheinlich überhaupt nicht aufnehmen lässt. Hey, Moment, jetzt zeigt mir 30 Frames an. Cool. Im Video verschwindet die Frame-Anzeige. Schauen wir mal, wie es in-game läuft. Aha, ihr mich auch. Also die Kampagne scheint ja schon mal gar nicht starten zu wollen. Und das Spiel auch nicht. Juhey, es mag die Auflösung nicht. Yeah, Battle for Westnor, das lief damals schon nicht richtig. Das ist auch so ein... Hallo, Kampagne. Hallo? Was macht er denn jetzt? Hallo? Nicht so ganz der gewünschte Effekt, aber ich hoffe mal, nimmt es jetzt richtig auf. Man sieht schon sehr viele Kampagnen, ja. Nimm gleich die schwerste. Albtraum, warum das wohl so heißt? Bestimmt, weil es so einfach ist. Ganz bestimmt. Gott, will ich das wirklich let's playen? Nein, wir springen. Und es läuft mit erstaunlichen Effekt. Wow, ich hab... Wow. Ich glaube, das nimmt als Overlay für einen Desktop oder so auf. Ich habe auf jeden Fall 19 Frames. Das wird wohl nichts.
Wie beenden? Beenden, Moment. Prüfen wir es mal nach. Ja. Er nimmt das Desktop auf. Yeah, 0AD mit momentan, ja. Loading Map, Startgame. Das wird bestimmt auch irgendwann mal ein richtig gutes Spiel. Gott, muss ich wieder 2 Milliarden Links posten. Was sind der? Ich habe 17 Frames. Das ist trotzdem erstaunlich flüssig. Ich möchte fast sagen, dass es mit 19 Frames spielbar. Gerade so, was? Hä? Gott. Banumiron. Oh. Yuhei, Free Civilization, das mal wieder so ähnlich ist wie Battle for Westnord und. Toll, den Desktop als Overlay benutzt. Ja, fertig und so, ne? Oh, weiter hier! Aber naja, ich sag's mal so, man merkt's nicht, wie viel Frames ich da hab, oder? Gut, doch, wenn ich durch die Gegend scroll, merkt man es vielleicht erwähnen. Aber es läuft, es läuft. Juhu, UFO, Alien Invasion. Ja, für alle, die das wissen, was das ist so eine kleine Mod. Schon klar. Ein Open-Source-Projekt, das UFO Enemy Unknown nachbauen soll. Und 20 Frames, hey. Gut, es ist rundenbasiert, ne? Also von daher. Es läuft sogar noch flüssig, das könnte man sogar so spielen. Wurf. Auf die Spinne. Ja. Toll, ich habe natürlich wieder die Superwaffen bekommen. Ja, man merkt, dass es grafisch vielleicht noch nicht so ganz ausgereift ist. Beziehungsweise, was heißt nicht ausgereift? Und der tötet erstmal. Toll, ich spiele gegen einen Gegner und kann ihn trotzdem nicht aufhalten, bevor er einen Zivilisten tötet. Gott, bin ich gut. Kann ich jetzt Ding auf den Gegner werfen? Ja, ich muss Angriff klicken. Nein, der scheiß Raumschiff ist immer noch im Weg. Alif Mubarak. So. Aber die nächste Runde soll es dann, wenn ich nicht gleich all meine Leute verliere, richten. Hey, cool. Zwei Bewegungspunkte. Ein Hoch auf. Wagt es ja nicht mal, Männer zu töten. Scheiß Spinne. Ich kämpfe gegen eine Spinne. Ich glaube, ich spinne. Komm schon, ich will auch nur die eine Mischung gewinnen. Moral 136. Was ist das überhaupt für ein Ding? Keine Ahnung. Wurf. Was war das denn? Suchen wir jetzt gleich nochmal. Ich sag dazu erstmal gar nichts. Ich habe sehr viel Alternativwaffen dabei. Uhey, Summoning Wars oder wie auch immer man das nennt. Und es läuft. Ja, ja, skip hier mal. Nein, möchte ich nicht so. Und es läuft. Mit 20 Frames. 30. Je nachdem. Also so halbherzig irgendwie. Naja. Was soll's. So, die. Nein, ich mehr, keine Ahnung, wie genau das jetzt heißt. Das hat einen sehr komischen Namen. Also wirklich sehr komisch, finde ich. Und schön ist auch hier zu sehen, dass da noch was fehlt. Aber das sollen sie nicht stören. Wir starten einfach. Mal schauen, ob es flüssig läuft. Ja, wir starten, habe ich gesagt. Schaut uns auch kein Intro an. Nein, wir starten. Übrigens auch schon mal zu sehen in meinem 10 Abonnenten Special, wie einige andere Spiele hier. Und es läuft nicht ganz hundertprozentig mit 30 Frames. Aber naja, 26. Es läuft übrigens immer so langsam, auch wenn man mehr Frames hat. Okay. Man könnte es so spielen, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall besser als in meinem 10 Abonnenten Special. Ja, Wie auch immer man das ausspricht. Start Singleplayer, maximale Einstellungen.
Das steht irgendwie auch insane. Das erinnert mich so sehr an Descent 2. Das muss ich auch noch aufnehmen. Ich habe keine Lust. Oh, Server, du Client available. Ist übrigens der Nachfolger von. Moment, nein, Schmack. Der Vorgänger von. Zoonotic. Stimmt, das ist der Vorgänger, ne? Der Nachfolger. Ist inzwischen, glaube ich, gar keine Freeman Max in Nick. Oh, ich habe noch einstellen, wie schnell ich laufe. Ich laufe übrigens mit 12. Das sind übrigens 12 Frames, was ich momentan habe. Und die Waffen sind unten so winzig, das geht nicht. Überhaupt nicht blutig. Ich hab 16 Frames. Gott, bin ich gut. Ja, kann ich zur Notik auch gleich noch ausprobieren, wenn ich schon dabei bin. Aber es ist wieder die Waffe. Ja, es läuft sehr flüssig, wie man merkt. Halt, quit. Yes. Ach, Xenotic, der Sound ist gerade ein bisschen laut, finde ich. Deswegen machen wir leiser. Ja, es. So sahen auch die bei Xenetic, wie auch immer, aus. Ja, ist von denselben Entwicklern, glaube ich. Die haben sie dann irgendwie. Wurden die von einer kommerziellen Firma ein bisschen verarscht oder so. Weiß gar nicht mehr genau, hab's mal gelesen, aber. Er lädt erstmal 3 Stunden, warum auch nicht? Gut, vielleicht soll ich die Aufnahme so lange mal unterbrechen. Und ich muss sagen, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich glaube natürlich überraschenderweise mit derselben Framerate, sogar noch irgendwo darunter, würde ich sagen. Und was habe ich denn da für komisches Zugriff jetzt eingestellt? Wie ich in der ersten Runde ablos. In der ersten naja, Welt kann man das nicht nennen. Es hat ja keinen richtigen Singleplayer. Sollen wir vielleicht mal eine richtige Waffe besorgen? Yeah, ich hab keine Ahnung was. Es gibt auch Maps mit Fahrzeugen, aber die sind noch wie ein Buggy. Beziehungsweise man kann Fahrzeuge einbauen. Was ist denn mein Gegner jetzt? Ich spiele mit 12 Frames, Mann. Ich hab Skill. Im Gegensatz zu Dämon. Oh, eine Rüstung. Also wer Unreal Tournament umsonst haben will, kann ich nur lustig empfehlen, ja. Hm. Geh mal auf hier. Es läuft so total flüssig, muss ich sagen. Was ist denn das für eine Waffe? Oh, Raketenwerfer. Fliegen gleich, fliegen die schnell genug für Dämon. Ja, ich schau, wie viel ich es ohne Aufnahme habe. Selbst mit Aufnahme, ohne Aufnahme läuft es nicht flüssig. Toll. Egal, beenden. Beenden, ja. Yeah, Wildlands! Ja, das lief damals so super flüssig. Vielleicht läuft's ja jetzt besser. Oh Gott, das lädt erstmal 3 Stunden. Okay. Okay. Ah, okay. Ist ein Siedler-Klon. Siedler 2-Klon. Es lädt. Na, dann jetzt hier unten. Dauert einen Moment. Ich könnte die Aufnahme natürlich unterbrechen, aber ich wollte den doch aussehen, den Aufnahmebildschirm. Komm, ich weiß es doch. Und diese nützlichen Tipps. Drücken Sie Steuerung plus 09 und wichtige Orte speichern. Baue mal einen Förster einen Wildhüter, damit du nie ohne Holz oder Nahrung dastehst. Tja. Kleine Stadt mit Flaggen, viele kleine auf. Dann wird der Transport. Oho, und ich hab. Müsste ich hier nicht so irgendwie nach drüben kommen können. Was habe ich denn für eine Karte gewählt? Eine sehr kleine und ich kann nicht scrollen. Achso, ich muss die rechte Taste gedrückt haben. Man erkennt eindeutig den Siedler-Klon. Ja. Das, nein. Was baue ich denn da für Wege hier? Ich habe einen Wachposten. Baby, yeah. Kann man das auch so lustig miteinander verbinden? Nein. Die schöne Siedler 1 Funktion, die verbuggt ist auf der Amiga Version. Martina Ausbildungslager, Festung. Ja.
Ja, ich habe auch manchmal das Gefühl, ein dummes Schaf zu sein. Es läuft nicht flüssig. Nicht auf diese Auflösung. Yay, Red Eclipse. Kennt kein Schwein, aber egal. Instagip, klar. Auch, vielleicht auch nicht. Campaign, ja. Startgame. Warum auch immer Kampagne? Ich sehe da in dem in der Kampagne kein Spielziel, muss ich ehrlich gesagt sagen. Kann mich vielleicht jemand aufklären, der das Spiel besser kennt als ich. Ja. Die Tatsache, dass es so lange lädt und immer noch 0% dort steht, macht mir Angst. Und ich muss mal mein Headset-Kabel hier ein bisschen überarbeiten, das ist gerade ein wenig ungünstig. Kabel mit meinem Game-Controller, der runtergefallen ist. Was ist passiert? Ich habe nicht mitbekommen, wie mein Game-Controller runtergefallen ist. Ich muss zum Arzt, dringend. Ja. Press E. Das wirkt ein wenig wie Paintball. Ja, ich hab keine Ahnung, was genau man in der Kampagne machen muss. Außer die Leute zu schießen, das geht, aber... Grenade, ja, leck mich. Sind nicht irgendwo richtige Waffen? Oh. Oh, da steht mein richtiger Name noch drin, oh mein Gott. Jetzt kennen sie meinen richtigen Namen, ich werde sterben. Ist auch ganz lustig. Das sieht auch gar nicht so schlecht aus, wie ich finde. Ist auch noch in der Entwicklung. Und naja. Grenade, sag komm, wir nehmen mal eine Granate mit. Das läuft erstaunlicherweise flüssig. Soll immer eine Granate vielleicht nicht hinterherlaufen. Ja. Hey, Red Alert, a pass behind. Ja, das lief bisher bei mir nie. Keine Ahnung, ob es jetzt läuft. Order. Nein. Waiting order. Waiting order. Waiting order. Ja. Waiting order. Mhm. Waiting order. Waiting order. Waiting order. Ja. Ja, ich möchte das Spiel quitten, bitte. Host Game. Hä? Auch immer diese Herausforderung, Maps zu ändern und so. Start. Ey! Es läuft, aber ich weiß nicht, wie ich mich bewege. Ich kann irgendwie... Moment. Controls. Movement forward. Schön, wie es halt nicht funktioniert. Team habe ich swapped. Ja, schön. Ich kann mich allerdings nicht bewegen. Aber es läuft flüssig mit 40 Frames. Tolles Spiel. Spiel's mal, ich kann es empfehlen. Ja. Quit. Yes. Juhey, Albion. Ein DOS-Box, also beziehungsweise ein DOS-Spiel, das ich gerade mit DOS-Box starte. Ja, ich möchte ein neues Spiel starten, bitte. Und ich habe aus irgendeinem Grund keinen Sound. Muss ich mal nachkonfigurieren und... Gott, blinkt das wild hin und her. Oh, jetzt habe ich Sound. Und der hackt irgendwie. Ich glaube, das liegt daran, dass ich gerade mit 18 Frames aufnehme. Halt, Spiel fortsetzt. Spiel fort. 12 Frames. Oh Gott. Ja. Läuft sehr vielversprechend. Da muss ich auf jeden Fall... Hallo. Hallo. Ja, toll läuft es. Ganz toll. DOS-Box lässt sich super auf der Auflösung aufnehmen. Huh. Ganz toll. Ja, ich möchte beenden. So, aus Bequemlichkeitsgründen nehme ich das jetzt mal mit 30 Frames auf. Mit Adjustment auf 30 Frames. Gott. Klingt ja böse. Aber auch wenn es so langsam ist, klingt das Lied immer noch gut. Boah. Ja, mit 50 Frames lässt sich auf jeden Fall nicht richtig aufnehmen. Mal schauen, wie ich das mache.
Weil ich wohl doch eine niedrigere Auflösung nehmen müssen. So, das waren jetzt ein paar kleine Spiele, die ich auch mal so getestet habe. Von ein paar habe ich ja schon Let's Plays gemacht. Von ein paar werde ich noch Let's Plays machen. So ein paar kommen Let's Shows, keine Ahnung. Kurz angespielt. Ja. Man sieht, mein Rechner ist bei einigen Spielen ziemlich am Limit. Es ist übrigens ein guter Moment, um mir einen neuen zu schicken, ne? Also, wollte ich nur mal so drauf hinweisen, ich nehme den gerne an, ne? Aber bitte einen gescheiten, ne? Also, so 6-Kerner mit, keine Ahnung. Ach, nehmt einfach das Größte, was Innenlauf und Desktop-Markt zu bieten hat, das passt dann schon. Und vielleicht ein paar SSD-Festplatten, lasst euch, da könnt ihr mich überraschen, ne? Hauptsache schnell und groß in allen Belangen, ne? Stromverbrauch ist mir auch egal, den zahle ich nicht. Ja. Dann macht man, würde ich sagen. Ne? Oh, ich mache jetzt noch wegen was anderes. Ich müsste zum Beispiel noch in Descent 2 aufnehmen, aber ich habe keine Lust. Und keine Karte. Ja. Aber egal, das ist ein anderes Mal. Ein Thema für ein anderes Mal. Das ist ein Thema, das mich, ich löse. Ach, ihr wisst, was ich meine, ne? Sag auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.